Es gibt Worte, die Menschen in ihrem Leben in den unterschiedlichsten Situationen begleiten. Und bei manchen mag das ein Zitat sein, ein weltlicher Sinnspruch oder vielleicht sogar ein Gedicht. Und bei anderen sind es Worte aus der Bibel. Für mich ist zum Beispiel mein Konfirmationsspruch so ein Lebensbegleiter. Aber das ist nicht der einzige Satz aus der Bibel, der für mich im Leben Bedeutung hat. In meiner Konfirmandenzeit musste ich einiges aus der Bibel und aus dem kleinen Katechismus von Martin Luther auswendig lernen. Und darunter waren auch einige Psalmen. Einer der Psalmen, die wir uns damals einprägen sollten, ist der Psalm 139. Er ist einfach wunderbar formuliert, weil er in seinen Versen zum Ausdruck bringt, dass Gott uns nahe ist. In allem, was wir tun, egal wo wir sind. Wir können uns nicht vor Gott verstecken. Und auch im äußersten Winkel des Lebens sind wir nicht alleine. Das schafft ein Gefühl von Geborgenheit für mich. Herr, du erforschest mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Bleibt gesund und von Gott behütet, eure Pfarrerin Veronika Marfriedis.